Playoffs und sonst nichts. Ein Duell, das so viel Unterhaltung verspricht, dass sogar die unüberlegte Anschaffung einer Popcornmaschine gerechtfertigt ist. Qualifikationssieger oder Meister, einer wird es schaffen, einer wird scheitern. Stopps. Johnston, Kreis. Und dazwischen Tanner Richard. Kreis. Junge. Genügen. Hier das Zuspiel in Richtung Hansson. Wieder Kovac. Ein Zuspiel. Und Marcini verpasst erneut die Führung. Klingberg. Senteler. Durch die Mitte. Also ein munterer Auftakt hier in dieser Halbfinalserie. Dann die Chance für Miranda. Hat sie keine. Omar. Sofort geschaltet, aber dann auf den falschen Stock. Marcini 2 gegen 1. Chance für Marcini. Tor 1:0. Der Fehler von Omar hier, zwar gut gedacht auf Vatanen, aber zeigt eben auch, mit welchen Risiken so etwas verbunden ist. Und dann das ungenaue Zuspiel von Leuenberger auf Marcini macht das zuerst möglich. Denn wenn Marcini hier direkt trifft, wäre Meier vermutlich zur Stelle. Dann ist er bereits ausgehebelt und kann nicht mehr reagieren. Scheibe noch abgelenkt. Diese Duelle, Geisser gegen Pouliot. Es gibt jetzt hier mehr Emotionen. Dann wieder Hoffmann, viel Platz für ihn hier. Und dann ist der Ausgleich da. Vincent Praplan. 1:1. Muss hier bis zum Spiel, Playoff-Spiel Nummer 7 warten für seinen ersten Treffer. Herrlich herausgespielt. Mit Tanner Richard. Hat sie keinen. Mit dem Zuspiel, und das ist Omar mit dem 2:1. Stellen alles auf den Kopf. Endlich wieder von hinter dem Tor. Hartikainen dieses Mal sucht den Mitspieler, findet ihn mit Omar. Weder Geisser noch Genoni können hier die Führung für Gent-Servet verhindern. Und er marschiert gleich in die andere Richtung. Pouliot mit dem Abschluss. Spielen uns natürlich auch 2 Minuten vor der Uhr zu nehmen, aber fahrlässig sollte man nicht werden. Simeon. Und dann die Genfer hier im Scheinbesitz. Und dieser Treffer, der wird wahrscheinlich nicht mehr zählen. Wird noch kontrolliert hier. Dieser Treffer, wir schauen oben auf die Uhr. Boah. Vermutlich bleibt es beim 2:1 für Gent-Servet. Roger Carra. Er hat es gut gemacht. Hat er doch, ja, er zählt. Er zählt. Der Treffer von Roger Carra, der Empty Netter.